Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser spannenden Biogener Club-Veranstaltung rund um die Themen Stress, Resilienz, Widerstandskraft und Mikronährstoffe. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Jeanette Eininger, ich bin Leiterin der Biogener Akademie und ich werde Sie heute durch einen für Sie sicherlich gewinnbringenden Abend begleiten. Was erwartet Sie heute Abend? Drei wirklich spannende Vorträge, die in sich greifen, von drei hochkarätigen Referenten. Ich traue mich zu behaupten, dass jeder hier im Raum bereits das Wort Stress für sich verwendet hat oder für eine Situation. Nur was genau ist Stress? Was verstehen wir unter Resilienz oder Widerstandskraft? Und was genau haben Mikronährstoffe damit zu tun? Wenn wir jetzt konkret über eine Definition nachdenken, was Stress bedeutet, wird das schon ein bisschen schwieriger. Und ich habe mir einfach mal überlegt, wie finde ich das raus? Dank des Internets, leicht gemacht, ich habe mal gegoogelt. Was ist die Definition Stress? Stress ist die erhöhte körperliche oder seelische Anspannung bzw. Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zur Schädigung der Gesundheit führen kann. Wer wusste das? Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten von Stress. Es gibt den positiven Stress, den Eustress, und es gibt den negativen, den Distress. Und dazu kommt natürlich, dass für jeden Menschen Stress eine ganz eigene Bedeutung hat und jeder Mensch Stress natürlich ganz eigen und anders wahrnimmt. Jetzt wird es dann aber schon ein bisschen wissenschaftlicher und ich darf auch unseren ersten Referenten langsam auf die Bühne bitten, Herrn Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek. Er ist Facharzt für Neurologie sowie systemischer Coach und derzeit medizinischer Leiter des interdisziplinären Gesundheitszentrums The Tree in Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf der Neurowissenschaft, der Behandlung und Begleitung von Burnout und anderen stressbedingten Erkrankungen sowie dem Coaching in Belastungs- und Krisensituationen. Meine Damen und Herren, Dr. Wolfgang Laluschek. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Sie kennen das vielleicht, Sie lesen einen Absatz, eine Seite von einem Buch, von einem Artikel, blicken auf und fragen Sie, was habe ich gerade gelesen? Kennt das jemand von Ihnen? Vermutlich. Oder ganz etwas anderes, vielleicht für diejenigen von Ihnen, die auch mehr E-Mailen vielleicht, und Sie befinden sich im E-Mail-Verkehr mit irgendjemandem und es ist vielleicht schon nicht mehr so erfreulich, irgendwas, eine Spannung ist da, ein Konflikt, und Sie schicken eine E-Mail weg und 10 Sekunden später, eine Minute später, eine Stunde später, denken Sie sich, das hätte ich jetzt vielleicht besser ein bisschen anders formuliert. Oder vielleicht gar nicht weggeschickt. Oder Sie kommen nach Hause am Abend müde, vielleicht manchmal auch richtig gehend abgespannt und fragen sich, so eine leise innere Stimme fragt sich dann, was habe ich heute eigentlich weitergebracht? Was ist weitergegangen? Oder ich habe mich so bemüht, aber es ist noch immer so viel liegen geblieben. Oder wenn Sie dann zu Hause sind und am Sofa sitzen, eigentlich nichts zu tun hätten und auf irgendeine blöde Weise will das da oben nicht zum Rotieren aufhören. Und tatsächlich ist es so, zeigen Studien, dass Menschen in der heutigen Zeit sich selbst lieber schmerzhafte Elektroschocks zufügen, als eine Viertelstunde ruhig in einem Sessel zu sitzen, ohne Smartphone. Und wie das eigentlich kommt, dass ich sagen kann, als Neurologe, Psychosomatiker, dass ich so einen schönen Beruf habe, weil es kommen zu mir sehr viele Menschen in Krisen, depressiven Zuständen, Burnout, Schlafstörungen, psychosomatische Beschwerden, und immer mehr, je länger ich in dem Bereich arbeite, denke ich mir immer wieder, ja, es ist aber doch ein wunderbarer Beruf, weil zu mir kommen ja eigentlich die Normalen. Die Normalen, die im Krankensystem krank werden, die im verrückten System verrückt werden. Weil, stellen Sie sich vor, Sie sperren einen normalen Menschen, einen gesunden Menschen in ein Irrenhaus und nehmen ihm die Möglichkeit, dort irgendwas zu verändern. Der leidet ja mehr als der sich einbildet, der ist Napoleon. Und insofern besteht, glaube ich, vieles meiner Arbeit eigentlich darin, Menschen wieder zu normalisieren.
und zu dem zu verhelfen, was sich aus ihnen und in ihnen eigentlich entfalten möchte, an gesunden, an positiven Sehnsüchten. Ich habe noch nie erlebt, ich versuche in meinem ersten Gespräch schon so ein bisschen auf unmerkliche Weise so eine Formulierung für die Sehnsucht dieses Menschen zu bekommen, der da zu mir kommt. Also ich habe noch nie eine Sehnsucht bekommen, die ich als pathologisch verrückt, negativ oder sonst wie eingestuft hätte. Mir kommen, die Menschen haben ganz normale Sehnsüchte, was ja zeigt, dass das in ihnen, ihrer Seele ja eigentlich ganz normal ist und auf irgendeine Weise sich aber nicht auf normale Weise entfalten kann. Und für den heutigen Abend habe ich die Gelegenheit, mit Ihnen einen kleinen Blick in unseren Kopf zu machen, wie unser Gehirn eigentlich tickt und was das mit der vielleicht eben Verrücktheit, die sich manchmal einstellen kann, zu tun haben kann. Denn wenn wir da ein paar grundlegende Dinge verstehen, dann haben wir große Hebel in der Hand. Und wenn wir uns so ein Gehirn einmal anschauen, mit eben unserem Großhirn, dann da drinnen in der Tiefe etwas, was wir bezeichnen als limbisches System, wo unsere Gefühle entstehen, und eben etwas, wo wir sagen, das ist unser Hirnstamm, dann haben zwar einerseits die neurobiologischen Forschungen der letzten 15, 20 Jahre unglaublich viele Neuigkeiten gebracht durch die neuen bildgebenden Verfahren und viele andere Methoden, aber man hat schon vor über 100 Jahren eine ganz interessante andere Entdeckung gemacht, nämlich wenn man hier aus dem Hirnstamm einen histologischen Schnitt herausnimmt, dann kann auch ein Neuroanatom den Schnitt eines Menschen von dem eines heute lebenden Frosches nicht unterscheiden. Manche werden sich jetzt denken, die Damen vielleicht, das erklärt mir jetzt schon manches. Die Herren werden sich vielleicht denken, na gut, die Hardware ist vielleicht gleich, aber auf die Software kommt sie an. Ja, aber es ist auch die Software gleich geblieben. Nämlich in dem Sinn, dass die Natur den Fröschen und Reptilien, Amphibien damals vor ungefähr 300 Millionen Jahren drei überlebenswichtige Verhaltensmuster einprogrammiert hat. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Dein Frosch? Sagt jemand Flucht, wird es schon ein bisschen warm. Bevor der Frosch flieht, hat er eigentlich einen anderen Impuls. Totstellen ist das Letzte, Fortpflanzung kommt auch gleich, aber bleiben wir noch kurz bei der Flucht. Aggression. Er hat den Hau jeden nieder, der sich dir in den Weg stellt. Und nur wenn derjenige fürs groß ist, wenn es ein Storch ist beispielsweise, dann rennst besser weg. Und wenn es beides nicht kannst, dann stellst dich tot. Auch das vielleicht etwas, was wir manchmal schon im Büro beobachtet haben. Und tatsächlich, wir können ja nicht zuhauen und wir können nicht weglaufen, wir müssen da bleiben und halbwegs funktionieren. Also Aggression ist mal das Erste, dann habe ich gehört Fortpflanzung, da brauche ich das Alles-oder-Nichts-Prinzip jetzt nicht näher erklären, ist aber ähnlich. Und was könnte das Dritte noch sein? Frosch. Fressen höre ich ganz genau. Also friss alles Essbare, was du siehst. Auch das kommt uns vielleicht manchmal bekannt vor. Bei den anderen natürlich, beim Buffet dann nachher, können Sie das beobachten. Und tatsächlich ein Frosch, wenn man den in einen Käfig sperrt mit 1000 Fliegen, er versucht wirklich alle zu fressen, bis er sich halt nicht mehr rühren kann, dann kann er keine mehr fangen. Er braucht auch keine Hemmung, weil in der Natur gibt es nie Nahrung im Überfluss. Da ist also, da wäre ein Hemmschalter eigentlich sinnlos und unnötiger Aufwand. Das heißt, wir haben hier Nahrung, Aggression, Fortpflanzung, Sexualität, jeweils nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Jetzt könnte man sich denken, ja tatsächlich, das erklärt ja vielleicht eh schon viel, aber die Natur ist ja nicht stehen geblieben, sondern es sind die ersten Säugetiere auf die Welt gekommen vor 150 Millionen Jahren. Das waren so kleine spitzmausartige Wesen und die waren irrsinnig erfolgreich. Obwohl die auf die Erde kamen, als noch die großen Dinosaurier die Erde beherrscht haben, hat jemand von Ihnen eine Idee, was diese ersten kleinen Spitzmäuse so erfolgreich gemacht haben könnte? Geschwindigkeit war es nicht, es gibt da so Eidechsen und so, die sehr flink sind. Also es war nämlich was, was gar nichts mit dem Gehirn zu tun hat, sondern wir Säugetiere sind wir ja auch, wir können unsere Körpertemperatur an kalte Umgebungen anpassen. Das kann ein Reptil nicht. Das heißt, diese kleinen Spitzmäuse konnten in der kühlen Nacht relativ gefahrlos Futter suchen, wo die Reptilien und Amphibien sehr langsam waren. Das war eigentlich das Erfolgsmodell. Nur,
Das hat dann weitere Anpassungen notwendig gemacht, ähnlich wie bei einem Smartphone. Ein Handy wird nicht zum Smartphone, indem Sie nur einen Touchscreen draufpicken, sondern dann braucht es einen größeren Akku, es braucht andere Verbindungen etc. etc. Und das war auch bei den Spitzmäusen so, weil mit diesem viel komplexeren Stoffwechsel, mit dieser Temperaturregelung etc. war eines nicht mehr möglich, was bei Fröschen noch sehr gut funktioniert, nämlich Massenvermehrung. So ein Froschweibchen, das legt irgendwo, wo es feucht ist, den Laich hinein, 10.000, 20.000 Eier. Und was macht es dann? Was macht es dann, wenn es die Eier abgelegt hat? Dann hupft es wieder weg, ganz genau. Und nach 2 Minuten weiß es nicht einmal mehr, dass es Eier abgelegt hat. Bei einer Spitzmaus geht das nicht. Die kann 10, 12, 13, 14 Junge vielleicht kriegen, aber mehr geht nicht. Würde die gleich weglaufen, die Chance, dass nur eines überlebt, wäre viel zu gering. Also die sind gleich wieder ausgestorben. Die Natur musste da erfinderisch sein und noch was Neues erfinden. Und tatsächlich hat die Natur bei diesen ersten Spitzmäusen erstmals etwas erfunden, so etwas wie eine Festplatte. Ein Gedächtnissystem, wo Erinnerungen abgespeichert sind, eingefärbt nach einem emotionalen Gehalt. In der Marketingsprache würde man sagen, die Wortbildmarke, also Inhalt plus Emotion verkoppelt, wurde damals erfunden. Also eine Festplatte mit angenehmen und unangenehmen grünen und roten Ordnern sozusagen. Jetzt hat das allein aber immer noch nicht gereicht, weil es angenommen, die Spitzmaus-Mama sagt, also hallo Robert, servus Susi, wir kennen uns, ich kann mich erinnern an euch und des Weiteren ist es so ein schöner Tag, habt es schön und ich gehe jetzt. Nicht, das hat nicht gereicht, sondern die Natur musste 3 weitere Verhaltensinstinkte, Muster erfinden, damit das Gesamtpaket Säugetier funktionieren kann. Was könnten das sein? Ein Säugetier im Vergleich zu einem Frosch. Wie bitte? Na, Nahrungssuche hat der Frosch auch schon, ne? Der ist aufs Fressen sehr aus. Mutterinstinkt höre ich da ganz genau, Beziehung, Empathie, wir sagen Bindungsverhalten. Das hat die Natur sehr genial gemacht über ein Hormon, das wir heutzutage, das wir uns bei nahen Beziehungen ein unglaublich angenehmes Gefühl macht. Es wird auch mittlerweile genannt Kuschelhormon, vielleicht kennt es jemand, Oxytocin heißt es. Ich habe es letztens übrigens bei Amazon als Nasenspray entdeckt. Wann auch immer Sie das bei der Gehaltsverhandlung oder wann anders, Speed Dating. Aber tatsächlich ist dieses Oxytocin, also macht uns ein angenehmes Gefühl bei nahen Beziehungen. Und eigentlich, als ich studiert habe, kannte man es in einer ganz anderen Funktion, nämlich als das Wehenhormon. Es ist, wird bei der Geburt bei Frauen massiv ausgeschüttet und fördert die Kontraktionen der Gebärmutter. Und unser Physiologieprofessor damals hat schon gesagt, das hat noch, man hat eine interessante Beobachtung gemacht, wenn man Frauen nach Geburten befragt, ein Jahr später ungefähr, ich kann das jetzt bitte nur aus zweiter Hand berichten, aber Damen in meinem Umfeld haben das bestätigt, dann können sich viele oder die meisten dieser Frauen an diesen massiven Geburtsschmerz nicht mehr so dramatisch erinnern. Und tatsächlich hat man damals schon gemutmaßt, aha, offenbar hat das Oxytocin irgendwas mit dem Gedächtnis zu tun. Und tatsächlich weiß man mittlerweile, es blockiert die Einprägung traumatisierender Erinnerungen beziehungsweise fördert deren Vergessen. Ähnlich wie wenn ein Steinzeitstamm der Häuptling sagt, Jungs, Fleisch wird knapp, wer geht mit Mammut jagen? Und die Jagd, melden Sie Fünfe und die Jagd wird ein Desaster. Säbelzahntiger von Mammut, keine Spur, einer stirbt, die anderen schwer verwundet, schleppen sich zurück in den Stamm und was passiert dann dort? Naja, sie werden bemuttert, gepflegt, gehegt, können ein bisschen erzählen, machen ganz viel Bindung, Oxytocin und allmählich vergessen sie das wieder. Weil es was sehr wichtig ist in der Evolution, weil sonst wird ja niemals wieder jemand von denen auf Mammutjagd mitgehen. Das heißt, wie wichtig diese Beziehungen sind, um uns auch zu helfen, Belastungen zu verarbeiten. Und man hat noch was anderes herausgefunden, hat 300 Studenten in Amerika mit Schnupfenviren geimpft und geschaut, wer wird nicht krank. Gemein eigentlich, aber wir haben was Zeit gekriegt. Also, und man hat die genau vermessen, Body Mass Index, Laborwerte etc. Ein Faktor war stärker als alle anderen in der Vorhersage, wer nicht krank wird, nämlich diejenigen mit 5 oder mehr nahen sozialen Beziehungen.
Und mittlerweile weiß man auch, dass die Abbauprodukte des Oxytocin das Immunsystem stimulieren. Also wie wichtig diese nahen Beziehungen sind, und wir werden dann gleich noch besser verstehen, warum das reale Beziehungen sein müssen und 1000 Facebook-Freunde uns das nicht ersetzen können. Aber jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen. Bindungsverhalten, jetzt angenommen, die Spitzmausmama geht Nahrung suchen, geht auf die Lichtung und plötzlich fällt der Luchs über sie her. Und alle schrecklichen roten Ordner zum Luchs werden abgerufen. Sie flüchtet, entkommt ihm mit knapper Not in den Bau. Und jetzt möchte sie ja eines verhindern um jeden Preis, nämlich, dass die Kleinen jemals auf diese Lichtung gehen, wo der Luchs lauert. Jetzt ist nur die Frage, wie macht sie das? Weil sie kann ja nicht sprechen, so wie ich zu ihnen. Und tatsächlich hat es die Natur wieder genial gemacht. Sie hat nämlich nicht die Senderin, die Mama programmiert, sondern die Empfänger, die Spitzmausbabys. Und zwar in dem Sinn, dass die Babys in jeder Zehntelsekunde haarklein scannen das Verhalten der Mama. Was macht die Mama? Und man hat festgestellt, die Mama muss mindestens 7-mal nicht auf diese Lichtung, sondern in eine andere Richtung gehen, damit die Kleinen automatisch überreißen, aha, in die Richtung gehen wir besser nicht. Das heißt, bei allen Säugetieren und auch bei uns ist im Unterbewusstsein ein statistisches Verhaltensbeobachtungsmodul unserer Umgebung, der uns nahestehenden Menschen einprogrammiert. Gerade wenn wir Eltern sind, wir stehen ständig auf der Bühne unserer Kinder, als Führungskräfte auf der Bühne unserer Mitarbeiter oder eben auch in einem Auditorium oder in einer Gruppe ständig auf der Bühne der anderen. Wir können das nicht verhindern, wir können uns nicht nicht verhalten. Und wir werden dann gleich noch sehen, dass das gravierende Folgen haben kann. Also Bindung und Sicherheit, das hat aber noch nicht gereicht, weil jetzt kann man sich annehmen, irgendwann wird Nahrung knapp, auf die Lichtung können wir nicht mehr hin, also irgendwo müssen neue Nahrungsquellen erschlossen werden. Die Natur hat noch einen letzten Kniff gemacht, nämlich ein Hormon erfunden, einen Botenstoff, der so eigentlich die am schnellsten süchtig machende Substanz ist, die es gibt, die uns bei bestimmten Situationen Glückserlebnisse verschafft. Und man hat diese Substanz auch genannt Glückshormon, Dopamin. Wenn man zum Beispiel Ratten mit haarfeinen Elektroden die Gelegenheit gibt, über eine Taste das Dopamin zu fördern im eigenen Gehirn, könnte man sich denken, na wunderbar, Nirvana. Nur die Ratten sterben alle in kürzester Zeit, und zwar nicht am Dopamin, sondern weil sie überhaupt nichts anderes mehr machen. Kein Fressen, kein Trinken, keine Fortpflanzung, kein Schlaf. Die drücken diese Taste, bis sie tot umfallen. So toll ist diese Substanz. Und jetzt hat man sich natürlich gefragt, wow, wie wird die ausgeschüttet? Wie können wir die Ausschüttung fördern? Und eins ist relativ naheliegend, nämlich immer dann, wenn ein Ereignis besser ausgeht, als wir es uns erwarten, also bei einer positiven Überraschung. Nur, Überraschungen haben zwei Nachteile. Erstens, sie sind eher selten, wir wissen das. Und das Zweite ist, eine Überraschung ist nicht in meinem eigenen Einflussbereich. Ich kann mir ja keine Überraschung vorbereiten für nachher. Ich kann mir ja nicht selber kitzeln, irgendwie geht das nicht. Das heißt, da sind wir von anderen abhängig, das wäre schade. Sondern man hat festgestellt, es braucht drei Bedingungen, damit wir Dopamin ausschütten. Und zwar die erste Bedingung, ich brauche ein Ziel. Die zweite Bedingung, ich muss mich bemühen, um dieses Ziel zu erreichen. Und je mehr bemühen, umso mehr Dopamin nachher. Also fragen Sie mal am Bergsteiger, warum fährst du da nicht mit der Seilbahn rauf? Na, der wird sagen, da habe ich kein Glücksgefühl am Gipfel. Und die dritte Bedingung, und die geht uns im heutigen Arbeitsleben ständig immer mehr verloren, wir müssen zeitnah, möglichst unmittelbar sehen, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Das heißt, die Dinge müssen sich durch unser Bemühen vor unseren Augen verändern. Ähnlich wie bei einem Tischler, er sieht am Abend, was er Kraft seiner Bemühung an diesem Werkstück verändert hat und kann zufrieden die Werkstatttür hinter sich schließen. Unsere Arbeitswelten schauen mittlerweile völlig anders aus. Wir können auch gratis Dopamin bekommen über Konsum. Ja. Nur, wie manche vielleicht schon gespürt haben und wie man sich denken kann, bei gratis Dopamin brauchen wir eine immer höhere Stimulationsdosis, um noch den gleichen Glückseffekt zu haben, und dann landen wir in den Suchtspiralen. Man schätzt, es gibt ungefähr 500.000 kaufsüchtige Menschen in Österreich. Dementsprechend ist die Verschuldensrate auch unglaublich hoch. So und so viele Zehntausende Spielsüchtige. Also das sind die Folgen der Suche nach Dopamin ohne Anstrengung. Während bei dem natürlichen Zyklus ist durch das Bemühen der Sucht eigentlich ein Riegel vorgeschoben. Jetzt Ziel, Anstrengung, Zielerreichung.
Jetzt ist die Natur wieder nicht stehen geblieben. Wir Menschen sind auf der Bildfläche erschienen und damit drei weitere Fähigkeiten. Nämlich, zum Ersten, wir haben sowas wie eine Ratio. Wir können auch Theorien sterben lassen, könnte man sagen. Das kann die Spitzmaus nicht. Zweite Fähigkeit, wir haben ein Bewusstsein. Wir wissen, dass wir selbst sind. Auch die Spitzmaus, wenn die in den Spiegel schaut, glaubt, das ist jemand anderer. Und die dritte Eigenschaft, Sprache. Wir können über Symbole kommunizieren, was sehr effizient ist, was aber in dem Moment, als Sprache erfunden wurde, sofort zu Problemen geführt hat. Nämlich, wenn das, was ich zu Ihnen sage und das, was ich tue und was alle von Ihnen mit diesem statistischen Verhaltensbeobachtungsmodul der Spitzmaus wahrnehmen, wenn das nicht übereinstimmt, dann entsteht nämlich Unglaubwürdigkeit. Man könnte sowas sagen wie Taten dividiert durch Worte ist gleich Glaubwürdigkeit. Und daraus schließt auch, dass wir offenbar sowas haben wie eine bewusste Wahrnehmung und eine unbewusste Wahrnehmung. Und man hat versucht auch zu quantifizieren, wie groß ist denn die Bandbreite. Bei der bewussten Wahrnehmung sind es ungefähr 40 Bit pro Sekunde. Das ist irrsinnig wenig. Aber die Natur kann das nicht in ein paar Generationen hinaufschrauben, so wie in der Computerindustrie. Die unbewusste Wahrnehmung, gibt es Schätzungen? Oder beziehungsweise, glaube ich, steht es eh schon da. 11 Millionen Bit, das ist mehr als das 250.000-fache. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum es den Spruch gibt, wir können unsere Kinder noch so gut erziehen. Sie machen uns ja doch alles nach. Und das heißt im Zweifelsfall, was wiegt stärker, Sprache oder Verhalten? Es ist immer das Verhalten. Und jetzt können wir uns natürlich auch fragen, verdammt, wer trifft denn da jetzt eigentlich Entscheidungen? Wenn da haben wir einen Frosch in uns, eine Spitzmaus und einen Menschen und da draußen angenommen, es wäre schon das Buffet jetzt aufgebaut und manche von ihnen grummelt schon der Magen und der Frosch denkt sich, na, hupf aus und friss alles auf, bevor die anderen kommen. Die Spitzmaus denkt sich, naja, das könnte die sozialen Beziehungen hier gefährden und die Ratio denkt sich, und urpeinlich könnte es überdies auch sein. Also wer trifft die Entscheidungen? Und tatsächlich gibt es hier vorne, genau im Arbeitsspeicher des Gehirns, ein Areal, wo diese Einflüsse zusammenkommen und wir eine abwägende Entscheidung treffen können. Aber da ein bisschen weiter unten gibt es ein anderes Areal, dass die Forscher, die das entdeckt haben, haben gesehen, dass dieses Areal dafür verantwortlich ist, dass wenn jetzt zum Beispiel da draußen kein Buffet, sondern eine versteckte Kamera wäre und Sie würden da beim Rausgehen, während Sie noch plaudern, überfallen werden und sagen, wollen Sie 5 Euro gleich oder 500 Euro in 2 Monaten aufs Konto? 85% von Ihnen werden sich für die 5 Euro gleich entscheiden. Vielfach getestet. Warum? Weil da dieses kleine Areal da unten aktiv ist und die Forscher haben das genannt Quick-Win-Areal. Schneller Gewinn, das hat besonders viele Verbindungen zum Froschhirn. Und das Große kann das Kleine unterdrücken, aber nur unter einer Bedingung, dass es nicht mit etwas anderem abgelenkt ist. Das heißt, für wichtige Entscheidungen volle Aufmerksamkeit. Keine wichtigen Entscheidungen unter Ablenkung treffen. Das heißt, Dopamin, Glückshormon über Ziel, Anstrengung, Zielerreichung, Glaubwürdigkeit, Taten dividiert durch Worte und für wichtige Entscheidungen volle Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir eigentlich zum entscheidenden Punkt, weil wir Ihnen dann gleich etwas erklären, was dieses schöne Gebäude, das jetzt so wohl geordnet ist, in der Sekunde in völliges Chaos versenkt. Und das ist das Thema Multitasking. Und da kann man zum Anfang auch gleich sagen, ein paar negative Botschaften. Erstens ist, wir sind süchtig. Wenn Sie einem modernen Menschen ein Bild des eigenen Smartphones zeigen, werden die gleichen Gehirnareale aktiv wie bei einem Süchtigen, dem Sie sein Drogenbesteck zeigen. Zweitens, die Spitzmaus kann reale von virtueller Kommunikation nicht unterscheiden. Das heißt, wir haben auf jede Nachricht, die wir bekommen, einen unmittelbaren Antwortimpuls, als würde diese Person leibhaftig neben uns stehen. Drittens, allein die Anwesenheit eines Smartphones bei Intelligenztests macht die Leute um 15% dümmer, weil ständig ein Teil des Geistes damit beschäftigt ist, nicht an Smartphone zu denken. Und wir wissen, dass beim Multitasking eines passiert, nämlich wenn Sie von einem Thema zum nächsten springen, werden zwischen diesen Sprüngen immer alle unangenehmen Botschaften wachgerufen. Und das heißt, Sie kommen in einen ganz getriebenen Zustand, fangen vieles an und machen nur wenig fertig, haben damit keine Erfolgserlebnisse mehr und
Auch in Ruhe hat das Gehirn dann keine Ruhe mehr. Und außerdem werden 40% dieses Arbeitsspeichers, dieses Kleinen, nur durchs Umschalten verbraucht. Das heißt, was ist der Ausweg aus dieser Situation? Wir nennen es Single Tasking. Und wenn Sie sich Single Tasking vornehmen und sagen, das klingt ganz sinnvoll, dann geht das nur, indem Sie das ganz gut planen, wann am Tag werde ich das machen, weil sonst ist die Gewohnheit, die eigene Suchttendenz, die äußeren Bedingungen viel zu mächtig, um dieses Vorhaben auch nur eine Chance einer Realisierung zu geben. Und wenn wir daher, das können wir also so, das was da jetzt steht, habe ich jetzt an sich schon gerade erklärt. Und wenn wir jetzt aber ganz kurz noch einen ganz anderen Blick auf unser Leben werfen, das ja auf mehreren Standbeinen steht, die hier genannt sind, dann sehe ich relativ schnell, wenn die beiden Standbeine gut aufgestellt sind, dann wird mich eine berufliche Krise nicht so rasch aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn aber eines der Standbeine schon wackelig ist, ohne dass ich es gemerkt habe, dann kann mich eine Belastung in einem anderen Bereich vielleicht relativ rasch aus dem Gleichgewicht bringen. Und daher Strategien gegen Burnout, hirngerechtes Arbeiten, Single-Tasking, sichtbare Erfolgserlebnisse, gute Beziehungen, Regeneration natürlich und immer wieder eine Standortbestimmung, wo stehe ich, wo möchte ich hin, wie die Seefahrer früher auf hoher See, die das auch gebraucht haben, um nicht in ein falsches Fahrwasser zu kommen. Und das allerletzte Bild, und dann bin ich auch schon gleich am Schluss, wie viel Platz hat denn wohl jeder dieser drei Bereiche, Beruf, Soziales und ich, in meinem eigenen Leben? Und eine letzte Anekdote, es kam ein Kollege mal zu mir, auch Universitätsprofessor im AKH, seine Frau schickt ihn zu mir, hat mir angerufen, darf ich Ihnen meinen Mann schicken, ich mache mir solche Sorgen und so weiter. Also er kam zu mir und ich habe ihm auch einmal im Laufe dieses Gesprächs dieses Bild gezeigt, er war völlig freudlos und erschöpft, hat schon Medikamente geschluckt, das hat nichts genutzt. Und ich habe ihn aufzeichnen lassen, wie denn seine Verteilung ist und er sagt, das ist ganz einfach und dann hat er gezeichnet und da waren also 85% Beruf, 15% Familie. Das Ganze seit 10, 15 Jahren, dann war mir schon klar, warum er sich an nichts mehr freuen konnte. Und eines Tages kam er zu mir und ich habe gemerkt, irgendwas ist anders. Ein bisschen straffere Schultern, leichtes Lächeln auf den Lippen und er sagt, man möchte mir was erzählen. Und es war so, er war Gelegenheitsraucher, 3-4 Zigaretten die Woche, die hat er immer heimlich geraucht, weil er gewusst hat, seine Frau stört es. Und er sagt mir also ich habe eine Zigarette vor meiner Frau geraucht. Und ab diesem Tag war etwas anders. Und was war passiert? Er hatte ein, wenn auch noch so kleines Ich-Standbein in seinem Leben eingezogen. Und dann folgten auch noch größere und ernsthaftere Schritte. Aber was ich damit noch sagen möchte, bei allen Lehrsätzen, die ich Ihnen da jetzt gebracht habe über das Gehirn und bei allem auch, was wir noch Interessantes hören werden über die ganzen Nährstoffaspekte, und trotzdem muss man immer wieder sagen, jeder Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Und Beispiele wie das von dem Kollegen machen mich auch vorsichtig und demütig, denn welcher noch so renommierte Burnout-Experte wäre auf die Idee gekommen, diesem Kollegen zu sagen, na wissen Sie was, als ersten Schritt rauchen Sie mal Zigaretten vor Ihrer Frau. Und das zeigt uns gleichzeitig bei allen Wissen, das wir hier verbreiten können, diese unglaubliche Vielfalt des menschlichen Lebens, die wir immer auch berücksichtigen müssen. Es gibt nicht den 0815-Ratschlag, sondern es gibt die ganz individuelle Betrachtung, die natürlich sicher auch die individuelle Nährstoffbetrachtung einschließt, aber natürlich auch die auf der menschlichen Ebene. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Laloschek, für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Kommen wir nun zum nächsten Thema oder zu den nächsten Themen. Resilienz und Widerstandskraft. Diese beiden Worte sind derzeit in aller Munde, doch was bedeuten sie genau? Und auch hier habe ich einfach mal das Internet zur Rate gezogen und mich schlau gemacht. Denn per Definition ist die Resilienz die psychische Widerstandskraft oder auch die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Doch wie schafft man es,
schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Genau dazu kann uns der nächste Referent einiges erzählen. Andreas Herz ist nicht nur Motivations- und Mentalexperte, der ORF bezeichnet ihn sogar als einen Menschen, der über eine unglaubliche mentale Stärke oder Kräfte verfügt. Mit dem Herzresilienztraining hat er ein völlig neues Konzept zur Bewältigung der täglichen Herausforderungen entwickelt und wird damit zum führenden Experten im Aufbau und der Entwicklung von Resilienz. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Andreas Herz. Danke. So, kann man Resilienz sehen? Was würden Sie glauben? Ist Resilienz sichtbar? Oder kann man die sichtbar machen? Im Prinzip ist das ganz einfach. Es ist schon gesagt worden, Resilienz ist eine Fähigkeit, die uns Menschen dazu befähigt, gewisse Zustände eine gewisse Zeit lang zu ertragen und nicht daran zu erkranken. Wenn man Resilienz sich näher anschaut, dann kommt man irgendwann einmal zur Technik, ist ein technischer Begriff und meint nichts anderes wie einen Werkstoff, der die Fähigkeit besitzt, Druck von außen aufzunehmen, den eine Zeit lang auszuhalten und am Ende wieder in seine Form zurückzukehren. Wenn ich jetzt diesen Badeschwamm nehme, den es zum Beispiel in Japan, in Tokio, in irgendeinem Hotel, dann finden eingeschweißt zwischen zwei Papierblätter, dann kann man da Resilienz sichtbar machen, weil im Prinzip von der Technik meint es nichts anderes, wie die Fähigkeit, Druck von außen aufzunehmen. Ich kann den Schwamm jetzt drücken, kann er eine Zeit lang halten, wenn ich ihn auslasse, geht er wieder in seine Form zurück. Sie sehen das. Und das ist klassisch im Prinzip die Fähigkeit, die Resilienz beschreibt. Wenn ich jetzt da eine Getränkedose, zum Beispiel so eine Red Bull-Dose nehmen würde, die so halt zusammendrückt, würden Sie sagen, hat die Resilienz? Doch, hat sie schon. Weil Sie kennen das, Sie können mit dem Daumen so ganz leicht reindrücken, dann geht das wieder zurück raus. Also ein bisschen eine Fähigkeit der Resilienz ist da. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Dose nehme und komplett zerdrücke, dann ist vorbei, dann bleibt die in dem Zustand, so wie ich sie im Prinzip zerdrückt habe. Das heißt, die hat nicht die Fähigkeit der Resilienz, wie sie der Schwamm hat. Und schau, ob das da funktioniert. Aha, die schalten alle weiter. Gut. Warum bin ich dann zur Resilienz gekommen? Bei mir hat das Leben im Prinzip eines gemacht. Mit 35 Jahren die Diagnose Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadion. Und ich musste im Prinzip dann von dieser Blechdose zum Schwamm werden. Warum? Weil in dieser Diagnose natürlich die sehr schwierig war, zum natürlich jetzt da am Anfang einmal sie anzunehmen, aber dann vor allem damit umzugehen. Weil in dieser Diagnose war drinnen natürlich noch sehr viel verpackt. Ich musste dann innerhalb von 5 Jahren 2 Jahre Chemotherapien, 35 Strahlentherapien, 2-mal den kompletten Bauch öffnen, 1-mal den Brustkorb, 1-mal den Hals, um sämtliche Tumore und Metastasen rauszuschneiden. Und Sie können sich vorstellen, dass man da ausschaut wie so eine zerdruckte Bierdosen oder Blechdosen und nicht wie der Schwamm. Und für mich war es im Prinzip an der Zeit dann, diese Resilienz aufzubauen und zu schauen, wie kann ich diese Resilienz steigern. Und ich werde mitgebracht, so für die nächste halbe Stunde, so ein Modell, wo Sie selber dann schauen können, wie kann ich meine Resilienz steigern, was kann ich machen, damit ich im Alltag meine Resilienz steigere. Und möchte Ihnen das zeigen, weil es ist in Wirklichkeit recht einfach, ich mich dann damit beschäftigt, zu schauen, was ist Resilienz, wie sehen das die verschiedenen Kulturen, was gibt es für Trainings dazu. Und habe natürlich, ausgehend von meiner Krebserkrankung, dann viele Dinge im Prinzip macht. Sie sehen hinten dann seine Heiligkeit, den Dalai Lama. Ich durfte bei ihm studieren, 5 Jahre Philosophie und Psychologie und wurde so eingewiesen in die Funktionsweise unseres Geistes und habe dann diesen Inhalt, diese alten Schriften, die ich lesen durfte und studieren durfte und Techniken verwendet für meine eigene Erkrankung und habe dann der klassischen Schulmedizin natürlich, die ich schon gehabt habe, dann mit diesen Techniken unterstützt. Und das war sehr wichtig für mich, weil es mir eine Möglichkeit gegeben hat, auch meinen Teil dazu beizutragen. Und da möchte ich Ihnen was zeigen, was der behandelnde Arzt dazu gesagt hat. Sie haben es ja schon gesagt, das war dann im ORF ein Bericht, weil ich relativ wahrscheinlich, ja, vielleicht so umgegangen bin mit dem Krebs, wie viele vielleicht nicht umgehen damit. Und der ORF hat dann einen 5-Minuten-Beitrag österreichweit ausgestrahlt. Und ich habe Ihnen nur jetzt mitgebracht, was mein Onkologe dazu sagt. Und schauen wir uns das kurz an. Schauen wir, ob das geht.
so gut durch diese Erkrankung bis jetzt gekommen ist, ist sicher seine Einstellung. Ein Teil ist, dass er auch für seine entsprechende körperliche Fitness auch entsprechend auch was getan hat, dass auch gewisse Therapieschritte für ihn besser zu machen waren, wie zum Beispiel die Operation. Bei ihm speziell, was zu bemerken war, ist, denke ich, wirklich diese Gelassenheit. Und auf der anderen Seite aber ein sehr geerdet sein. Das heißt, er ist nicht abgehoben, er war durchaus in der Realität da, aber es hat ihm das, denke ich, geholfen, die Dinge auch wirklich gut zu ertragen, was notwendig war. Keine Angst, Sie sehen jetzt keine Krebsbilder mehr, das ist im Prinzip das Einzige, Strahltherapie. Aber Sie haben schon gehört, der Arzt hat gesagt, es hat ihm das anscheinend geholfen, das zu ertragen, was notwendig war. Notwendig, das habe ich Ihnen schon gesagt, waren diese vielen Operationen, Chemotherapien, Strahlentherapien über 5 Jahre. Insgesamt hat der Kampf gegen den Krebs so 10 Jahre gedauert. Und habe in der Zwischenzeit natürlich, wenn es mir gut gegangen ist, bei seiner Heiligkeit studieren können. Und er hat dann schon gesagt, es hat ihm das anscheinend geholfen. Jetzt, was hat mir da so geholfen, diese Gelassenheit auch in widrigsten Umständen der Krebserkrankung hochzuhalten? Ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, wie eine Technik, die ich 10 Jahre vor meiner Krebserkrankung bei einem japanischen Zen-Meister lernen durfte, bei dem ich als Schüler auch praktiziert habe, und habe das ein Stück weit noch abgeändert. Und habe mich ähnlich wie ein Spitzensportler auf diese Herausforderungen vorbereitet. Jetzt, wie kann man sich auf Operationen, auf eine komplette Bauch-OP oder auf Chemotherapien vorbereiten? Man kann ja nicht ins Spital gehen und sagen, machen wir einen Probeschnitt und dann schauen wir, wie das ist. Das geht natürlich nicht, das ist Ihnen schon klar. Das heißt, ich habe irgendwas gesucht, und erinnern Sie sich zurück an die Technik oder an den technischen Resilienzbegriff, widrigste Umstände oder Druck von außen aufzunehmen, das auszuhalten, eine Zeit lang, und dann wieder in seine Form zurückzugehen. Und das habe ich einfach trainiert und habe nichts anderes gemacht wie sitzen. Sie sehen es im Prinzip, ich sitze dann da ganz einfach im Schnee. Das ist so diese japanische Achtsamkeits- oder Meditationstechnik, die ich von meinem japanischen Zen-Meister lernen durfte. Und habe das einfach ein Stück weit verändert, indem ich es von innen nach außen gelegt habe. Und bin jetzt im Schnee draußen gesessen, im Winter. Was würden Sie sagen, wie lange bin ich gesessen? So eine Idee. 2 Stunden, 30 Minuten, 40 Minuten, den ganzen Tag bin ich da draußen gesessen. Auch am nächsten Tag, auch am übernächsten Tag, immer wieder einmal. Ich habe natürlich 5 Jahre Zeit gehabt, das bei allen Wetterbedingungen zu trainieren. Also das ist noch ein angenehmes Wetter. Unangenehm wird es dann, wenn es so +1-2 Grad hat und regnet, kann ich dann sagen, da schaut es noch einmal anders aus. Die Schwierigkeit dabei ist jetzt nicht unbedingt das Sitzen oder dieses Nasswerden oder dass im Prinzip man schon langsam von unten frieren anfängt, sondern die Schwierigkeit befindet sich da oben drinnen. Und Sie haben es vorher schon gehört beim vorherigen Vortrag, es geht darum, welche inneren Impulse wir entweder aushalten oder steuern können oder nicht. Denn in meinem Kopf drinnen waren relativ schnell Stimmen da, die dann gesagt haben, so nach 5-10 Minuten kommt es dann schon bei uns, dann hört man so eine Stimme und ist nicht verrückt. Aber die Stimme sagt dann, jetzt mag ich nicht mehr, es ist kalt, steh auf. Einmal hat die Stimme gesagt, steh auf, sonst wirst du krank. Habe ich mir gedacht, ich habe Krebs, was soll ich da krank werden? Aber natürlich, Sie kennen das, das kommt relativ schnell. Und die Herausforderung war, in dieser Position zu bleiben, um diese innere Gelassenheit, diese innere Entspanntheit, solange es geht, aufrechtzuerhalten. Warum? Weil es natürlich klar war, sobald ich im Prinzip die Chemo drinnen habe, das Gift drinnen habe oder die Operation durchgeführt ist, gibt es keine Möglichkeit aufzustehen und reinzugehen. Und das habe ich dann trainiert und habe mir über diesen Aspekt ein Stück weit diese Resilienz gesteigert und habe aber nebenbei dann in den Jahren versucht, ein Konzept mir zu erarbeiten. Das hat sich dann durch die Krebserkrankung und durch die Begleitung ergeben. Und das ist das, was ich Ihnen zeigen möchte. Es ist im Prinzip ganz interessant, wenn Sie den Fehlzeitenreport von 2015, den deutschen aber, nicht den österreichischen, da steht es nicht drinnen, ist auch zu dünn, aber der deutsche von 2015, da ist Resilienz das Hauptthema. Und da finden Sie viele Begriffe, ist gut geschrieben, wissenschaftliche Arbeit. Sie finden dann drinnen Tatkraft. Das ist ganz interessant, was ist Tatkraft? Das wird aber dann nicht beschrieben. Sie finden es nur mal ganz kurz in der Erwähnung. In der östlichen Philosophie finden Sie Tatkraft sehr häufig bei einem Begriff Sati, der ähnlich im Prinzip in eine ähnliche Richtung geht wie Resilienz. Aber was ist jetzt dieses Konzept? Besteht aus 3 Teilen. Das heißt, Sie können Ihre Resilienz relativ einfach steigern, und das ist so der einfachste Teil. Das ist die leibliche Resilienz.
Da hören wir auch nach meinem Vortrag noch was dazu. Da geht es einfach darum, und das wissen Sie, sich ein Stück weit gesund zu ernähren, zu schauen, dass man, ein Kollege von mir, ein deutscher Wissenschaftler in der Ernährungsmedizin, erklärt es immer so 80-20, Sie sollten 80% Nahrungsmittel essen ohne Zutaten und 20% von mir mit Zutaten. Was sind Nahrungsmittel ohne Zutaten, wo nichts draufsteht? Das ist ein Apfel, ein Steak, was auch immer das ist, aber keine industriell gefertigte Nahrung. Davon 80%, natürlich genügend Wasser, das wissen Sie alles. Wir sollten 2 Liter Wasser am Tag einmal trinken. Sie sollten über ausreichenden Schlaf natürlich schauen, dass Sie genügend schlafen. Warum kann ich dann sagen, dass das wichtig ist? Weil ich gemerkt habe, während meiner Krebserkrankung, wenn ich körperlich, und das hat er auch gesagt, wenn ich körperlich auch bewegungsmäßig einigermaßen fit war, dann waren die Dinge leichter zu ertragen, eine Zeit lang. Und Sie wissen das, wenn Sie eine schwere Zeit haben, das kann auch im Job sein, wenn Sie körperlich angeschlagen sind, da braucht psychisch noch nichts passiert sein, nur körperlich, ist das im Prinzip schon schwieriger. Das heißt, das ist so die erste Stufe, die man im Prinzip gut trainieren kann, schaut immer weiter, die man gut trainieren kann. Was da noch drinnen ist, oder wenn Sie nachher noch was hören, aus meiner Erfahrung, ist natürlich wahrscheinlich individuell, aber was ich Ihnen empfehlen kann, ist auch zu schauen, ob Sie genügend bioverfügbare Stoffe haben. Die werden Sie über die Ernährung nicht mehr zu sich nehmen, weil gerade bei mir zum Beispiel während meiner Krebserkrankung war es wichtig, den Körper mit allem zu versorgen, was er braucht, oder um im Prinzip gut zu funktionieren, noch nicht einmal zu heilen, sondern gut zu funktionieren. Und da bin ich drauf gekommen, bei mir war es auf alle Fälle Vitamin T, was ganz wichtig war, um diese Systemmüdigkeit wegzubringen, und ein Magnesium, aber da hören Sie nachher noch sicher mehr. Magnesium, ganz interessant, für mich, bin ja da kein Experte in dem Bereich, ich bin voriges Jahr den Jakobsweg gegangen, Sie kennen das, von Frankreich nach Santiago runter, 810 Kilometer in 21 Tagen, habe ich mir vorgenommen, habe ich dann auch durchgeführt, und da war mir klar, dass ich natürlich am ersten Tag zum Beispiel 2 Etappen gehen muss, so über die Pyrenäen drüber, gleich nach hinten ins Kloster, und bin dann losgegangen, bin ja nicht sehr sportlich, trainiere das auch nicht und bin dann über diese Pyrenäen rauf, und dann war ich schon ziemlich müde, und dann habe ich gemerkt, es kommt so ein Krampf im Oberschenkel, und ich habe natürlich Magnesium mitgehabt, nicht gewusst, aber natürlich, ich habe das vorher noch nicht wirklich genommen gehabt, Magnesium mitgehabt, reingriffen, so ein Magnesiumbriefer aufgenommen, Rapids reingenommen, hat nicht wirklich geholfen, habe mir gedacht, das ist zu wenig, aber 2 genommen. Das hat auch noch nicht geholfen, habe ich 3 genommen. Das 3. hat dann ein bisschen geholfen. Ja, das heißt, der Krampf ist dann weggegangen. Ich war am Nachmittag schon ziemlich allein unterwegs. Es ist ein Gewitter aufgezogen. Es ist also ein Materl vorn, wenn das schon wieder gegangen ist, dann kennt man das. Da ist anscheinend irgendwann einmal wer gestorben. Das hat meine Stimmung nicht wirklich gehoben. Und haben wir dann gedacht, jetzt muss da auch weitergehen. Bin dann weitergegangen. Das ist gut gegangen mit diesen 3 Brieferl Magnesium. Und ungefähr eine halbe Stunde später hat dann der andere Oberschenkel zu krampfen angefangen. Und ich habe mir gedacht, wenn es links hilft, hilft es rechts auch. Habe noch 2 genommen. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, was das macht. Ich habe das nicht gewusst damals. Ich kann Ihnen sagen, vom Jakobsweg, die erste Nacht im Kloster war die anstrengendste. Weil wenn Sie mit 200 Leuten dort schlafen, aber nur, weiß ich nicht, 10 WCs haben, weil Magnesium natürlich abführend wirkt. Das weiß ich mittlerweile auch, aber Sie hören sicher nachher noch, warum Magnesium wichtig ist und vor allem welche Art von Magnesium, weil nicht jedes Magnesium passt für jeden Körper, aber da hören Sie nachher noch was. Aber dieser Teil ist relativ einfach zu machen. Der zweite Teil, diese soziale Resilienz, das habe ich auch gemerkt während meiner Erkrankung, ist auch vorher schon angesprochen worden. Wir Menschen sind nicht auf die Welt gekommen, um allein zu sein. Das heißt, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Bindung. Da kommt auch diese Resilienz von der Bindungstheorie her. Für uns jetzt Normalsterblichen ganz einfach ausgedrückt, wie kann ich das heben? Bei mir zum Beispiel im Spital, wenn der Teil einbrochen ist, dass ich einfach körperlich nicht mehr können habe, dann hat dieser Teil noch immer getragen. Das war meine Familie und meine besten Freund. Das heißt, das zu haben, das stützt und trägt immer noch. Und Sie wissen das, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du im Prinzip eine schwere Zeit hast und parallel dazu gerade einmal allein bist. Ja, dann sind diese Dinge schwerer zu ertragen. Für uns ist es wichtig, einfach 2 Dinge. Kennen Sie Menschen, die Energie rauben, wo es dann nachher ausgegangen ist und Sie denken, was ist jetzt los, ich bin fix und fertig. Die sollten es meiden, das kennen Sie nicht immer, beruflich wird es nicht immer gehen. Privat vielleicht kann man das machen. Sie sollten aber natürlich auf alle Fälle mit Menschen zusammen sein, die Ihnen gut tun. Ja? Das heißt wirklich auch diesen Kontakt immer wieder bewusst, nämlich auch zu benutzen, in der Arbeit, privat, bei Vereinen, wo auch immer Sie im Prinzip diese soziale Resilienz, diese soziale Eingebundensein in ein soziales Netzwerk aufbauen können,
dort das auch wirklich machen. Und der letzte Teil, und das ist wahrscheinlich der, den Sie relativ weit trainieren können, ist diese mentale Resilienz, die ich dann im Prinzip auch mit dem Studium vom Dalai Lama versucht habe, ständig zu erweitern. Und bei dieser mentalen Resilienz geht es aus der östlichen Sicht um die Funktionsweise unseres Geistes und wie wir im Prinzip unseren Geist selber steuern, ob wir die Fähigkeit haben, uns selbst zu führen. Und man sieht es im Prinzip da, Sie sehen da diese Resilienz-Skills, die 7, das sind so die wesentlichsten Resilienz-Skills vom Westen. Diese Impulssteuerung, ganz interessant, ganz wichtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist bei einer Diät schon wichtig, dass man deine Impulse im Prinzip steuern kann. Aber ganz spannend ist, und Sie haben es vorher auch schon gehört, durch die Digitalisierung, wer kann im Prinzip das noch steuern, dass er da nicht ständig immer zwischendurch drauf schaut, mal drückt, ist ein SMS gekommen oder hat irgendwer auf Facebook was Weltbewegendes raufgestellt. Das heißt, wir haben im Prinzip ständig Unterbrechungen und können die Impulse gar nicht mehr wirklich selber steuern und in eine Zeit und auch eine Zeitspanne einmal zu erlangen, wo wir ganz im Hier und Jetzt sind, so wie ich das beim Sitzen zum Beispiel praktiziert habe. Die Emotionssteuerung ist einfach. Sie brauchen am Anfang nichts anderes wahrnehmen, wie, jetzt werden wir vielleicht nachher noch hören, wie viele Gefühle, Emotionen gibt es. Im Westen sehr viele, bei den Östern ist es ein bisschen einfacher, die haben nur 3 neutral. Das merken sie am Anfang nicht, da muss der Geist schon sehr gut geschult sein. Aber angenehm und unangenehm gibt es noch. Das sollten sie merken, wann ist unangenehm, wann ist angenehm. Und dann zu schauen, wenn das Unangenehme da ist, warum ist es da und wie kann ich in einen angenehmen Zustand kommen. Und so könnte man im Prinzip jetzt diese ganzen Bereiche durchgehen, auch zur Empathie, Kausalanalyse, Zielorientierung, realistischer Optimismus und Selbstwirksamkeit. Für mich das Interessante war, während meiner Krebserkrankung, wie kann man diese Dinge oder wie kann man diese Bereiche erhöhen? Weil Sie finden zum Beispiel in diesem Feldzeitenreport, und wie gesagt, der ist ausschließlich von Wissenschaftlern geschrieben, sehr gut, das Buch ist sehr, sehr gut. Psychotherapie am Arbeitsplatz, Sie finden alles Mögliche drinnen. Sie finden aber keine Anleitung, wie Sie die einzelnen Bereiche erhöhen, wie Sie diese Resilienz steigern. Und wenn Sie dann im östlichen Bereich sehen, dann werden Sie auf Mindfulness stoßen, auf Achtsamkeit. Das wird in dem Buch schon auch beschrieben. Aber mit Achtsamkeit beginnen im Prinzip Sie, diese Bereiche zu steigern und hochzufahren. Und das ist ein wesentlicher Teil. Achtsam zu sein im Umgang mit sich selbst. Und wenn Sie die 3 Bereiche fahren, das Dreieck zum Beispiel, diese leibliche Resilienz, brauche ich Bewegung oder muss ich darauf warten, dass irgendwann einmal Apple oder die Uhr mir sagt, jetzt aufstehen und ein bisschen bewegen. Oder jetzt sollte es trinken. Es gibt ja auch schon Apps, die sagen uns, wo wir trinken sollten. Es gibt dann die Uhr, die kennen Sie wahrscheinlich, diese Apple Watch, die sagt mir dann immer, wenn ich dann fahre, jetzt atmen. Ich denke mir, es ist gut, dass sie mich daran erinnert. Aber es hat ein Stück weit mit dem zu tun, sich selbst zu spüren und parallel dazu zu spüren, was möchte ich und wie weit kann ich das steuern? Das ist sicher nicht so einfach, das ist schon erklärt worden, aber das können wir lernen und das müssen wir, glaube ich, auch, damit wir mit dieser Veränderung der Welt, die auf uns zukommt durch die Digitalisierung, gut umgehen können. Ein wichtiger Teil ist, ganz wichtig ist, Sie müssen Resilienz durch Praxis. Also Resilienz können Sie nur durch Praxis erhöhen. Sie können es theoretisch, Sie können es anlesen, können Sie sich nicht, aus meiner Erfahrung. Das heißt, es geht wirklich darum, die Praxis, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Und das ist so die große Herausforderung. Sie sehen da ein Bild vom Jakobsweg. Ich bin auch so gegangen und habe oft gedacht, warum tue ich mir das an? Aber es geht letztendlich darum, dass wir diese Dinge, wo wir wissen, dass sie uns gut tun, wo wir wissen, dass wir sie brauchen, damit wir gut funktionieren, auch wirklich in die Praxis umsetzen. Und ich habe so 2 Lieblingsformeln. Die eine ist so, Situation plus Jammern ist Unsinn. Warum? Ich habe, und glauben Sie mir das, ich habe während dieser Krebserkrankung wirklich wahrscheinlich alles erleben dürfen. Von die schönsten Erlebnisse, seit ich auf der Welt bin, bis hin zu Momente, wo ich mich umbringen wollte und nicht mehr leben wollte, weil ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe einen Schlauch in der Wirbelsäule gehabt mit Morphium drinnen, also ich kenne wirklich alles. Aber trotzdem kann ich dann sagen, Situation plus Jammern ist Unsinn. Jammern ist gut für einen kurzen Moment, wenn irgendwas Schwieriges da ist, ja, das erleichtert, weil es Druck wegnimmt. Aber auf Dauer zieht sie das nur runter. Und wenn Sie schauen, welche Situationen gibt es, dann gibt es nur 2. Entweder Sie haben einen Einfluss drauf, zum Beispiel könnt ihr jetzt sagen, jetzt bin ich durstig, dann kann ich rübergehen und mir was holen, weil das kann ich ja machen. Oder ich habe keinen Einfluss drauf, wie beim Wetter zum Beispiel. Da bringt Sie Jammern auch nicht weiter. Das heißt, wirklich im Prinzip zu schauen, kann ich was machen? Wenn ja,
dann versuchen, einen ersten Schritt zu setzen. Wenn Sie es selber nicht schaffen, dann mit professioneller Begleitung natürlich, aber diesen Schritt einfach zu setzen. Das ist so ein Teil. Und die zweite Formel ist relativ einfach. Wille plus Disziplin ist Erfolg. Weil auch da werden Sie merken, wenn Sie es einmal machen, das verändert noch nicht die Welt. Ich sage immer, wir haben jetzt im Prinzip dann gleich einen Jahreswechsel. Der 1. Jänner, finde ich, ist im Prinzip der geilste Tag. Entschuldigung, der Ausdruck, aber es ist der geilste Tag für mich im Jahr. Warum? Da ist alles auf Null gestellt. Ja, es ist ruhig, wir fangen von vorne an. Sie kennen das, oder? Das ist ein super Gefühl. Ich habe in den 5 Jahren, wo es ganz intensiv war, wirklich diesen 1. Jänner jedes Mal genossen, weil für mich immer so die Frage war, wenn Weihnachten kommen sind, überlebst du die Weihnachten überhaupt? Das hat ein paar Mal nicht so ausgeschaut. Und dann diesen 1. Jänner zu erleben, zu wissen, es beginnt ein neues Jahr. Ja? Wir haben wieder die Möglichkeit, jetzt da was zu ändern. Ich meine, das hat man jeden Tag natürlich, aber der 1. Jänner ist halt... Ja? Und ich nenne ihn immer so, das ist der Tag des Willens. Sie kennen das. Wir wollen Rauchen aufhören, wir wollen abnehmen, Sport machen. Weiß ich nicht, was wir sonst noch alles wollen. Also wir wollen am 1. Jänner, ist so richtig der Wille da. Der 2. Jänner ist der Tag der Disziplin. Da ziehen wir das wirklich durch. Und der 3. Jänner ist dann der 3. Jänner. Also, und das ist schon wesentlich. Also Sie werden natürlich Ihr Leben nicht verändern und Ihre Resilienz nicht aufbauen, wenn Sie nicht versuchen, im Alltag das einzubauen. Und das ist so der wesentlichste Teil von der Theorie, die wichtig ist, keine Frage, zur Praxis zu kommen. Denn wenn Sie sich anschauen, gerade zum Beispiel was Stressforschung, Daily Hassles, Alltagswidrigkeiten, die jeder von uns ständig über den Tag verteilt hat, dann werden Sie diesen meinen Lieblingsspruch verstehen, war der Tag nicht dein Freund, dann war er dein Lehrer. Denn Sie kennen im Prinzip Ihre Resilienz. Es gibt am Tag 1000 Möglichkeiten, was auszuhalten. Sie kennen das wahrscheinlich, in Wien gibt es ja keinen Stau, Gott sei Dank. Sie stehen irgendwo im Stau. Ich bin jetzt von Linz gerade gekommen. Es ist Stau. Linz raus, staut sich's. Wien rein, staut sich's. Was machen Leute bei einer 4-spurigen Einfahrt in Wien, wenn sie staut? Sie fangen dann so Spurhüpfen an. Weil natürlich, Sie werden irgendwann einmal in Ihrem Leben 35 Sekunden rausfahren. Aber Sie kennen das, oder? Sie sitzen drinnen und dann kommt der Impuls, jetzt wechsle, weil die Spur da denkt, es ist ja jede Spur schneller wie Ihre, das wissen Sie ja, ne? Aber diesen Impuls dann nicht nachzugeben, drinnen sitzen zu bleiben und das auszuhalten. Einfach auszuhalten, dass Sie jetzt momentan warten müssen, dass nichts passiert. Langeweile aushalten. Wir halten Langeweile nicht mehr aus. Ich mache in Deutschland ich begleite große Konzerne und mache in Deutschland zum Beispiel Pausentraining auch mit Mitarbeitern. 90% aller Mitarbeiter sagen, dass sie Pausen nicht mehr als erholsam empfinden. Das ist tragisch. Ja, man macht Pausentraining mit denen. Wie schaut das aus? Die rauchen, gehen dann raus. Sage ich Rauchpause, dann gehen die raus. Was glauben Sie, was die machen? Die stehen zusammen, rauchen und erhalten sie oder stehen so. Tun dann irgendwas und ich sage dann, nein. Jeder ganz allein, wo man niemanden sieht, Handy weg, nur rauchen. Dann ist einer gekommen und hat gesagt, das ist langweilig. Und ich gesagt, ja. Oder Kaffeepause, nur sitzen, Kaffee trinken. Nur das zu tun, nämlich nicht ständig, es ist schon klar, aber zwischenzeitlich wirklich nur eine Tätigkeit. Kaffee trinken, nur Kaffee trinken, sonst nichts. Ja. Oder zum Beispiel sich hinzusetzen, nichts zu machen, nur sitzen. Ja, Sie werden merken, es kommt eine Langeweile auf, das wird so innerlich langweilig, dann kommt die Stimme gleich, jetzt ist schon genug. Wir könnten jetzt also eine Übung machen zum Beispiel, ich setze mich da her und dann sagen wir, jetzt tun wir alle miteinander 10 Minuten nichts. Ich kann dann sagen, für mich ist das kein Problem, aber Sie würden wahrscheinlich nach ein paar Minuten schon eine Stimme hören, wenn die was dann sagt, jetzt wird es langweilig. Wann geht es weiter? Ja, das heißt, diese Dinge auszuhalten und mit dem erhöhen Sie Ihre Resilienz, weil es nur darum geht, diese Dinge, und jetzt sind das keine schwierigen Sachen wie eine schwere Krebserkrankung oder sonst was, sondern Alltagswidrigkeiten, wie ein Stau, bei der Post zu stehen, Sie kennen das, Sie stehen bei der Post, bei der Bank oder beim Haus, Kaufhaus, beim Geschäft, warten, vor Ihnen ist noch eine Dame oder ein Herr, gibt noch einen Brief auf und Sie haben es eilig, wir haben sie alle eilig, Sie geben den Brief, die gibt den Brief auf, vorne, dann zahlt sie und endlich sind sie dran und sagt sie, und wie geht's der Mama? Und ich sage dann, ja, die Mama. Und die fangen sie unterhalten an. Was passiert dann in uns drinnen? Ja. Wir gehen in so einen Dialog, weil kann ich nicht weiter tun und. Das einfach bewusst wahrzunehmen, zu schauen in mir drinnen, okay, jetzt kommt Unruhe auf und diese Unruhe bewusst wahrzunehmen und bewusst auszuhalten. Das ist der leichteste Schritt. Die anderen beiden Dinge vorher, Ernährung, Bewegung,
Schlaf und natürlich sozialer Kontakt sind auch leichte Dinge, die Sie im Alltag einbauen können, und damit können Sie dann schon relativ einfach Ihre Resilienz erhöhen und werden dann, wenn Sie es brauchen, Sie auch zur Verfügung haben. Dankeschön. Auch an Sie, Herr Herz, ein herzliches Dankeschön für diesen faszinierenden Vortrag. Es gibt ja unterschiedliche Hilfsmittel, wie wir Stresssituationen bewältigen können. Wir haben ja heute schon einige gehört, sei es jetzt das Singletasking oder meditieren oder einfach selbstwirksam sein. Oder auch einfach nur mal 5 Minuten für sich die Zeit zu nehmen und nichts zu tun. Aber wussten Sie auch, dass Mikronährstoffe uns auch helfen können, Stress zu bewältigen und mit Problemsituationen besser umzugehen und dadurch unsere Resilienz zu steigern? Dr. Ina Fiebern ist Ernährungswissenschaftlerin und arbeitet bereits seit mehr als 8 Jahren als Forschungsdesignerin bei Biogena. Sie ist ein Teil des Wissenschaftsteams und dadurch für die Anwendungsbeobachtungen und Interventionsstudien verantwortlich und somit natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, neues Wissen zu schaffen, damit wir es bei einer Veranstaltung wie dieser auch teilen können. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Dr. Ina Fiebern. Ja, ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich finde es ganz toll, dass so viele Menschen Interesse an diesem Thema haben. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, wie gesagt, seit 8 Jahren bei Biogena für die Forschung zuständig. Ein ganz großer Forschungsschwerpunkt von Biogena ist Stress, Resilienz, Wohlbefinden. Wie können wir das steigern? Welchen Einfluss haben da die Mikronährstoffe? Und wir haben da ganz tolle neue Erkenntnisse gefunden, die wirklich, ja, neuartig sind, weltweit so noch nie beschrieben wurden, und die möchte ich Ihnen heute gerne vorstellen. Ja, persönlich zum Thema Stress, also ich bin Mutter von mittlerweile 3 erwachsenen Söhnen, ich weiß, was Stress ist. Ich denke aber, dass Sie da auch alle Fachmänner, Fachfrauen sind. Sie sind hier, weil Sie das Thema interessiert, und ich denke, dass ich Ihnen da heute wirklich ganz handfeste Tipps mit auf den Weg nach Hause geben kann, wie Sie etwas für sich tun können in dem Thema. Und ich bin nicht alleine bei Biogena. Ich möchte ganz kurz die Chance nutzen, das große Team, das Wissenschaftsteam vorzustellen. Wir arbeiten im Team. Alle Fragen, die irgendwie wissenschaftlich sind, werden von uns beantwortet. Also wenn Sie auch mal eine Frage haben zu Mikronährstoffen, zu Interaktionen mit den Medikamenten, zu Dosierungen, zu Anwendungen, schreiben Sie uns. Wir sind Pharmazeuten, Ärzte, Ernährungswissenschaftler, Mikrobiologen. Ihre Frage findet bestimmt den richtigen Experten und Sie bekommen von uns sicher eine Antwort. Aber jetzt zu unserer Forschung. Wie kann ich mit Mikronährstoffen Stress besser meistern? Wie Resilienz definiert wird, das haben wir jetzt, glaube ich, schon 2-mal gehört. Ich mache das also ganz kurz. Die Resilienz ist eigentlich die Elastizität der Seele. Das ist dieser Schwamm, der in die Form zurückgeht. Und in der Psychologie meint man damit die Fähigkeit einer Person, erfolgreich mit belastenden Situationen umzugehen. Den ganz großen Boom erlebte die Resilienzforschung nach den Attentaten vom 11. September, als man feststellte, Menschen, die die gleiche Situation erlebt haben, können damit ganz anders umgehen. Die einen zerbrechen an einer Situation, die anderen rappeln sich irgendwann wieder auf und gehen weiter im Leben. Woran liegt es? Auch zu diesen Säulen, den Hauptpunkten der Resilienz, haben wir schon was gehört. Was zeichnet einen sehr resilienten Menschen aus? Er ist optimistisch, er kann Situationen akzeptieren. Und auf der anderen Seite, wenn er merkt, ich habe eine Handlungsmöglichkeit, dann arbeitet er auch lösungsorientiert weiter daran. Er übernimmt für sich selbst Verantwortung. Er schafft es, sich selbst in Maßen natürlich zu regulieren. Er versucht, seine Zukunft zu gestalten, er lässt sich nicht einfach treiben, er ist nicht der Spielball der Ereignisse. Und ganz wichtig, das haben wir auch schon gehört, sind die sozialen Beziehungen. Aber ich beschäftige mich mit den Mikronährstoffen, die ja, wie wir alle wissen, unabdingbare Helfer in vielen Bereichen unseres Körpers sind. Aber von der Resilienzforschung bisher total unbeachtet war die Rolle der Mikronährstoffe auf die Resilienz.
Die Vitamine und Mineralstoffe beeinflussen viele Bereiche unseres Körpers, das Immunsystem, psychische Faktoren, Hormone. Es ist also anzunehmen, dass sie auch einen Einfluss auf unsere Resilienzfähigkeit haben. Deswegen haben wir 2018 eine Studie konzipiert mit dem Ziel, herauszufinden, wie sich die gezielte Einnahme von ausgewählten Mineralstoffen auf die Stressresilienz von gesunden Personen auswirkt. Und die Eckdaten dieser Studie war, es war eine prospektive Studie, sie war placebo-kontrolliert, randomisiert, verblindet. Das sind jetzt alles so Fachbegriffe. Das heißt im Prinzip, dass es zwei Gruppen gab in dieser Untersuchung. Die einen bekamen ein Mineralstoffpräparat, die anderen bekamen ein wirkstofffreies Placebo und niemand wusste, wer welches Produkt bekam. Also weder die Patienten oder die Teilnehmer an der Studie, noch die Leute, die das dann ausgewertet und durchgeführt haben. Und randomisiert heißt, dass diese Zuordnung wurde mit einem Zufallsgenerator erstellt, also es war jetzt nicht willkürlich. Und dann bekamen die Leute für 8 Wochen dieses Mikronährstoffpräparat. Es war doch eine erstaunliche Anzahl von Menschen, die sich da gemeldet haben. Sie wurden über soziale Medien rekrutiert mit dem Aufruf, sie sollten sich melden, wenn sie meinen, sie sind besonders gestresst, belastet, verfügen vielleicht nicht über eine ausreichende Resilienz, mussten bestimmte Einschluss- und Ausschlusskriterien erfüllen. Ja, 223 Leute haben sich gemeldet, die Untersuchung gestartet. 202 Personen konnten wir am Ende auswerten, weil nie alle den letzten Schritt gehen und den Abschlussfragebogen noch ausfüllen. Die Mineralstoffe, die sie eingenommen haben, waren eigentlich ganz simpel. Wir kennen sie alle, Kalium, Magnesium, Zink und Selen. Warum die vier? Weil wir von ihnen allen wissen, dass sie einen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit, auf unseren Energiestoffwechsel haben. Das Magnesium zum Beispiel ist ganz wichtig für die Energiebereitstellung im Körper. Es kontrolliert Stressreaktionen und einige Studien haben auch schon den Zusammenhang zwischen Angst und Stresszuständen festgestellt in Verbindung mit Magnesium. Kalium ist auch ganz wichtig für den Energiestoffwechsel, ist auch wichtig für die Reizweiterleitung in den Nerven und wir wissen, dass Kaliummangel zu Erschöpfungszuständen führt. Zink und Selen sind beide ganz wichtige antioxidative Schutzstoffe. Oxidativer Stress ist auch so ein Schlagwort, den viele von uns schon gehört haben. Bei oxidativem Stress entstehen freie Radikale. Diese freien Radikale sind sehr aggressiv. Die schädigen die Zellwände, die Zellorganellen und sind Ursache für viele Erkrankungen. Zink und Selen haben eine zentrale Funktion im Immunsystem. Und sie sind an ganz vielen Enzymsystemen des Körpers beteiligt. Ja. Wir wissen also, diese vier Mineralstoffe sind wichtig für unsere körperliche, seelische Gesundheit. Auf der anderen Seite wurde in den letzten beiden österreichischen Ernährungsberichten festgestellt, dass gerade bei diesen vier Mineralstoffen bei einem Großteil der Bevölkerung mit Mangel zu rechnen ist. Bei Zink und Selen wurde festgestellt, dass mindestens 20% der österreichischen Bevölkerung erniedrigte Spiegel im Serum aufweisen. Zu Magnesium heißt es, gut 50% von uns nehmen zu wenig Magnesium auf. Und bei Kalium wird sogar dieses erschütternde Ergebnis präsentiert. Wir alle nehmen mit der Nahrung zu wenig Kalium auf. Das ist jetzt ein echtes Dilemma. Auf der einen Seite bekommen wir hier von offizieller Stelle gesagt, wir nehmen zu wenig auf. Auf der anderen Seite ist es so, bei Stress braucht der Körper genau diese vier Mineralstoffe verstärkt. Er braucht die verstärkt, um diese erhöhte Leistungsbereitschaft, die wir in Stresssituationen brauchen, aufrechtzuerhalten. Und in Stresssituationen scheiden wir außerdem noch vermehrt diese Mineralstoffe über die Niere aus. Das war der Grund, weshalb wir gesagt haben, diese vier Mikronährstoffe könnten für uns potenzielle Chancenträger sein, die Resilienz zu steigern. Wir haben das dann untersucht. Resilienz kann man auch messen, wissenschaftlich messen. Kommt man eine Maßzahl, wie man zum Labor geht und vielleicht eine Blutmessung macht, gibt es
wissenschaftlich fundierte, international entwickelte, eingesetzte, validierte Fragebögen. Wir haben einen Resilienzfragebogen genommen, den RS13. Wie gesagt, wird der weltweit zu Forschungszwecken eingesetzt und auch zur Kontrolle bei Interventionen. 8 Wochen lang haben die Personen entweder diese Mineralstoffformula eingenommen oder eben ein wirkungsfreies Placebo. Und folgende Punkte wurden gemessen mit diesem Fragebogen. Die Gesamtresilienz nach diesem Fragebogen setzt sich zusammen aus einer Kompetenz, also einer Handlungsfähigkeit und einer Akzeptanz. Das heißt, dass ich nicht gegen Windmühlen kämpfe, sondern dass ich auch entscheiden kann und erkennen kann, wenn eine Situation eben nicht zu ändern ist und dass ich den auch einfach akzeptieren kann. Also wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch. Normalerweise schaffe ich alles irgendwie. Ha, und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen. Das haben wir jetzt bei unseren beiden Vorrednern gehört, dass das ja eigentlich sehr kontraproduktiv ist bei der Resilienz. Also was diese Frage jetzt hier in dem Resilienzfragebogen zu suchen hat, ist, könnten wir jetzt diskutieren. Die ist da dabei. Die Entschlossenheit spielt eine Rolle, das Interesse an vielen Dingen. Und wenn man zur Akzeptanz schaut, da geht es nicht nur darum, die Umwelt zu akzeptieren oder Situationen zu akzeptieren, sondern auch mich selbst zu akzeptieren. Ich mag mich. Und ich kann das auch mal aushalten, wenn andere Leute mich nicht mögen. Also eigentlich ganz interessante Fragestellungen, von denen wir uns alle gern eine gute Portion wünschen, weil man denkt, man kommt wirklich ein bisschen besser durchs Leben. Wir haben die Resilienz gemessen. Zu Beginn und am Ende. Wir konnten feststellen, dass sich durch die 8-wöchige Einnahme von Placebo die Resilienz, die Gesamtresilienz etwa um 5% steigern ließ. In so einem Kontext spielt der Placebo-Effekt immer eine große Rolle, deswegen war die Untersuchung auch placebo-kontrolliert. Durch das Währung, durch die Mineralstoffe Kalium, Magnesium, Zink und Selen konnten wir die Gesamtresilienz aber um 11% steigern und nach statistischen Tests stellt sich heraus, dass diese Steigerung nicht zufällig war, sondern dass sie durch diese 4 Mineralstoffe zu erklären war. Wenn man sich diese einzelnen 13 Unterpunkte anschaut, fällt auf, dass jeder einzelne Unterpunkt, planvoll zu sein, Dinge zu schaffen, sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen und so weiter, dass jeder einzelne der 13 Punkte durch Währung deutlicher gesteigert werden konnte als Placebo. Da war nicht ein Ausreißer dabei. Wir können also sagen, durchgängig in allen 13 Variablen konnten wir durch die Mineralstoffe eine deutliche Verbesserung erzielen. Besonders stark war die Steigerung bei dem Punkt, ich habe genug Energie, um alles zu machen, was ich schaffen muss. Und das finde ich eine ganz tolle Aussage. Das wünschen wir doch in unserem Leben, sagen zu können, egal was kommt, welche Anforderungen ich habe die Energie, das auch zu bewältigen. Das finde ich sehr tröstlich. Die Quintessenz aus dieser Untersuchung war, dass wir wirklich in allen 13 Kategorien deutlich höhere Steigerungen durch die Mineralstoffe erzielen konnten. 2 der Kategorien waren signifikant, 3 sogar hochsignifikant. Besonders stark war die Verbesserung bei der empfundenen Energie, alles zu bewältigen. Wir können also zusammenfassen, diese 4 Mineralstoffe können wir guten Gewissens als, ich sag mal, Resilienzbooster bezeichnen. Die Teilnehmer an der Währunggruppe, die erlebten ihren Stress gelassener, die konnten besser mit den Situationen umgehen, die fühlten sich hinterher besser. Und ja, man könnte sagen, dass maßgeschneiderte Mineralstoffpräparate eine Hilfe für jeden sein können in den Belastungssituationen, vor allem nachdem wir gerade gehört haben, dass wir ja zu einem großen Prozentsatz, die wir jetzt hier sitzen, mit Mineralstoffmängeln in diesem Bereich zu rechnen haben. Also das heißt 20% Zink- und Selenmangel, da können wir durchzählen, jeder 5. hat einen Zink- oder Selenmangel. Bei Magnesium jeder 2. Kalium sind wir alle betroffen. Also insofern könnte das uns allen in unserem Leben helfen. Jetzt fragen Sie sich aber, nur Kalium, Magnesium, Zink und Selen,
kann ich nicht noch was anderes für mich tun? Ist mir vielleicht ein bisschen zu wenig? Ja, es gibt noch andere Stoffe. Diese vier sind wirklich eine neue Erkenntnis. Das wurde vorher so noch nie beschrieben und in diese Richtung wird sicher noch viel geforscht werden in der Zukunft. Andere Mineralstoffe und andere Vitamine sind schon länger beschrieben. Und ganz wichtig in dem Kontext sind die B-Vitamine. Da gibt es schon sehr viele Studien, die Richtung Stress, Depression, Stimmungsschwankungen und so weiter gehen. Vitamin B2 und B1 wurden sogar Meta-Analysen durchgeführt. Eine Meta-Analyse ist eine Zusammenfassung von ganz vielen klinischen Studien, die weltweit gemacht wurden, wo man dann schaut, ob sich Muster, die in verschiedenen Studien gefunden wurden, verallgemeinern lassen. Und da wurde halt festgestellt, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass Vitamin B1 und B2 die kognitiven Fähigkeiten fördern. Vitamin B6 wirkt auch auf die mentale Funktion, aber auch als Neurotransmitter bei Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen. Folsäure ist nicht nur das Vitamin für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder in der Schwangerschaft, sondern ist auch ganz wichtig für die Psyche. Und auch hier wurde eine Meta-Analyse durchgeführt, die feststellt, dass Folsäure und Depressionen miteinander in Verbindung stehen. Vitamin B12-Mangel führt laut Studienlage zu Erschöpfung, zu Schwäche, zu depressiven Verstimmungen, kognitiven Störungen. Und der Vitamin B12-Spiegel im Blut korreliert mit der Stärke der Symptome bei Depressionen. Jetzt gibt es Daten für jedes einzelne dieser B-Vitamine. Was noch nicht angeschaut wurde, was passiert eigentlich, wenn ich den ganzen Vitamin B-Komplex nehme? Ergänzen sich diese B-Vitamine dann vielleicht synergistisch? Erziele ich noch ein besseres Ergebnis, als wenn ich nur mit einem Vitamin arbeite? Und das haben wir auch untersucht. Es war eine kleinere Untersuchung, es war jetzt nicht placebo-kontrolliert, weil wir aufgrund der Datenlage, der Ausgangslage, wir wussten, B-Vitamine wirken in diesem Bereich, haben wir uns jetzt einfach mal die Placebo-Gruppe gesperrt. Wir haben untersucht, wie wirkt ein Vitamin B-Komplex kombiniert mit einem Pflanzenextrakt, ein bisschen Kalium, ein bisschen Magnesium, wie wirkt das auf Stress? Wir hatten 17 Teilnehmer, die haben 8 Wochen lang das Präparat genommen. Wir haben gemessen den Stress mit dem DAS-Fragebogen, das ist Depression, Anxiety, Stress Scales und den Wohlbefinden, das Wohlbefinden mit dem WHO-Fragebogen. Das sind beides auch weltweit eingesetzte Fragebögen. Das Produkt enthielt den gesamten B-Komplex in Kombination mit etwas Magnesium und Ginseng, der ja auch schon in der traditionellen Medizin seit längerem für Stressbehandlung eingesetzt wird. Und die Quintessenz dieser Untersuchung ist wirklich ganz einfach auf 2 Punkte zu bringen. Durch B-Vitamine nimmt der empfundene Stress signifikant ab, und zwar um fast 45%. Diese rote Linie, die Sie hier sehen, das ist quasi der Grenzwert für ein normales Stressempfinden. Vor der Untersuchung lagen die Personen deutlich darüber. Durch Einnahme von B-Vitamin-Komplex konnten wir den Stress deutlich sinken und die Leute befanden sich jetzt im Schnitt alle in einem normalen Bereich. Die zweite Erkenntnis war, B-Vitamine steigern das Wohlbefinden nach dem WHO-5-Fragebogen. Auch hier lagen alle Teilnehmer zu Beginn der Untersuchung deutlich unter dem Schwellenwert für eine gute Lebensqualität. Auch hier haben wir Steigerungen von über 40% erzielen konnten und hinterher befanden sich die Leute alle in einem Zustand normaler bis guter Lebensqualität. Was ich Ihnen jetzt also mitgeben kann, ist, dass Sie durch Mineralstoffe und B-Komplex-Vitamine Ihre Widerstandskraft steigern können, Ihre Resilienz. Sie können bei gleicher Belastung den empfundenen Stress reduzieren
und ihr Wohlbefinden wird steigern. Ich kann das also allen Personen empfehlen, die unter einer hohen Belastung stehen, alle, die sich einfach mehr Energie und mehr Lebensqualität wünschen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt bin ich am Ende meines Vortrags, ich habe Ihnen das gesagt, was wir gerade bei unserer Forschung gefunden haben, aber da geht für uns eigentlich jetzt der Auftrag erst weiter. Ja. Stress, Resilienz, Lebensqualität, wir sind dabei, wir forschen weiter. Wir haben uns jetzt natürlich gedacht, ja, was passiert, wenn wir die Mineralstoffe und die B-Komplexvitamine miteinander kombinieren? Das müsste doch einen unglaublich synergistischen Effekt ergeben. Und unsere tolle Produktentwicklungsabteilung hat sich da wirklich viel Gedanken gemacht und hat eine wirklich intelligente Rezeptur zusammengestellt aus allen B-Vitaminen, genau den Mineralstoffen, die Resilienz fördern. Dazu noch zwei Aminosäuren, die zum einen in den Serotonin-Melatonin-Stoffwechsel eingreifen, den positiv beeinflussen, also unser Glückshormon und unser Schlafhormon fördern können. L-Tyrosin ist im hormonellen Bereich ganz wichtig, Schilddrüsenhormone, Adrenalin. Safranextrakt zeigt sehr gute Studienlage in Bezug auf Resilienz, Stress und Wohlbefinden. Coenzym Q10 ist wichtig für unseren Energiestoffwechsel. Wir haben uns gedacht, diese Kombination müsste doch das Nonplusultra sein, um mit Mikronährstoffen auf die genannten Problemfelder einzuwirken. Ich kann Ihnen da jetzt leider noch nicht das Ergebnis präsentieren. Aktuell läuft die Studie noch, ab Montag startet die Abschlussbefragung. Also wenn wir uns in 14 Tagen, 3 Wochen getroffen hätten, könnte ich Ihnen da ganz frisch neue Ergebnisse präsentieren. Aber wir werden die Ergebnisse auch auf unserer Homepage veröffentlichen, in unseren Newslettern, in den Magazinen. Also wenn es Sie daran Interesse haben, bleiben Sie einfach am Ball, schauen Sie ab und zu mal nach, dann werden Sie das sicher nachlesen können. Es läuft außerdem in Zusammenarbeit mit der Uni Graz auch eine ganz interessante Forschungsgeschichte. Die Uni Graz untersucht an einem großen, bei Angestellten einer großen Versicherungsanstalt Stress, Resilienz, Burnout, Problematik. Und wir als Biogena beteiligen uns daran mit Mikronährstoffuntersuchungen. Das heißt, wir screenen die Leute hinsichtlich all der hier genannten Vitamine und Mineralstoffe und untersuchen dann, ob wir einen Zusammenhang herstellen können von den Blutspiegeln zur tatsächlichen Resilienzfähigkeit. Also auch hier wird es Anfang, Mitte nächsten Jahres da sicher interessante Ergebnisse geben. Ja, und all diese Ergebnisse werden einfließen in eine neue große Biogena-Resilienzstudie. Die soll im Frühjahr nächsten Jahres starten. Und ich würde mich freuen, Sie sind alle interessiert. Wir werden zu der Studie aufrufen über soziale Medien, Homepage, Newsletter. Und vielleicht darf ich den einen oder anderen von Ihnen da auch dabei begrüßen und betreuen. Würde mich freuen, dass wir alle gemeinsam das Wissen zu diesem wirklich spannenden Thema weiterentwickeln. Damit wäre ich am Ende. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gelegentlich mal den Stress auf die leichte Schulter nehmen können. Und ich gebe Ihnen den Rat mit. Tanken Sie Mikronährstoffe. Vielen Dank.